bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ebenso wie unser Sozialsystem ausschaut, eine ganz wichtige Leistung, um Einkommensarmut zu verhindern. Und es gibt laufend mehr Bezieher, Bezieherinnen, aber eigentlich sollte das überhaupt nicht so sein. Das zweite Netz, ich habe es ja erst schon gesagt, muss zunehmend mehr tragen, weil die ersten Netze löchrig wären, weil Erwerbsarbeit und weil Sozialversicherungsleistungen Einkommensarmut immer schlechter verhindern können. Und aus unserer Sicht müssten die zentralen Reformen eigentlich gar nicht bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung ansetzen, sondern in diesen vorgelagerten Systemen, dort, wo die Probleme sozusagen erzeugt werden. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung reagiert ja dann nur drauf. Aber eigentlich geht es darum, zu verhindern, dass überhaupt jemand mindestsicherungsbedürftig wird. Da wäre ein zentraler weiterer Einsatzpunkt.